da dank Update 7 auch Blaupausen ihren Weg ins Spiel gefunden haben, wollte ich ein bisschen damit rumexperimentieren, aber es kam zu einem, ja, sagen wir mal, interessanten Verhalten. Da möchte ich doch mal gerne eure Meinung zu wissen. Ich habe hier eine kleine Blaupause erstellt, einfach für die Gebäudeecken, und der Plan war jetzt, die um die entsprechenden Maschinen herum zu platzieren. Also ihr seht hier nichts Weltbewegendes, aber es ist eben Weihnachten und dementsprechend wollte ich jetzt hier auch mal die ganzen Sachen produzieren und natürlich jetzt auch hier dann hinterher verkleiden. Also Blaupause, Ecke abgerundet, 4 hoch mit Fenster, das müsste das gewesen sein. Und eigentlich hätte ich die gerne, Moment, so, hätte ich die gerne hier ganz nah dran. Also so quasi, dass die hier ansnappt, direkt an die Ecke. Können wir uns hier nochmal angucken. Da ist nämlich kein Schild. Ich dachte, vielleicht liegt es am Schild oder so. Aber das ist schon mal nichts, was klappt. Also hier klappt es nicht. Aber jetzt kommt noch das nächste Interessante. Man könnte jetzt sagen, ja gut, dann mache ich es eben hier hin und lege noch ein paar Platten von Hand. Das ist ja gar nicht so das Thema. Darauf soll es jetzt nicht ankommen. Viel schöner ist ja, dass dieses ganze Konstrukt hier schon von alleine gebaut wird. Aber jetzt wird es ganz interessant. Mir verschlägt es schon die Sprache. Hier ist ein Hohlraum. Aber warum? Kann mir das einer von euch erklären? Ich kann es mir nicht erklären. Ich habe es also auch wirklich schon versucht. Ich habe es hier ohne die Platten, also die hier, ohne die Platten hier gemacht. Es kommt nach wie vor in der Luft schwebend an. Also wenn mir das mal einer von euch erklären könnte, ich wäre so dankbar und freudig. Warte, jetzt versuchen wir das hier vorne nochmal mit noch mehr Abstand, weil hier ist ja jetzt nur einer Abstand. Mal gucken, wie es dann aussieht. Obwohl das ja nun mal wirklich nicht Sinn und Zweck der Sache eigentlich ist. Aber wir versuchen es hier nochmal. So, und hier seht ihr, klappt es. Warum auch immer. Hier ist jetzt nur einer Abstand, hier aber zwei und da funktioniert's. Und hier ist jetzt nichts im Weg. Gut, ich muss jetzt zu meiner Schande gestehen, hier ist es nicht genau auf der Linie, beziehungsweise also hier bündig mit der Platte darunter. Liegt's da dran? Ich weiß es nicht. Lasst mich doch mal gerne an eurem Wissen teilhaben. Komm jetzt, weil wir gerade dabei sind. Ein Versuch machen wir noch. Und zwar jetzt 1 und 1 quasi. Also keine Schleichwerbung, sondern hier mal gucken, 1 und 1. Und ihr seht hier, hier sieht es aber auch nach wie vor sehr schwebend aus. Da. Und erst, wenn wir jetzt hier sind, beziehungsweise im nächsten, also die Positionierung ist auch etwas kippelig, wie ich finde. Na, also hier 1, 1. Letzter Versuch, das sieht eigentlich ziemlich gut aus, ne? Aber auch hier schwebt es wieder in der Luft. Ja, lasst mich an eurem Wissen teilhaben. Ich möchte gern wissen, was da los ist, warum das nicht klappt. Wie gesagt, es sind Kleinigkeiten. Wenn ich den jetzt ein bisschen weiter rüber setze, es geht mir ums Prinzip. Weil das Ding soll das machen, was ich ihm sage und nicht das, was es möchte. Also, lasst mich daran teilhaben. Ich wiederhole mich jetzt zum tausendsten Mal, aber ich kapiere es einfach nicht. Ansonsten bedanke ich mich soweit für eure Aufmerksamkeit. Schreibt mir in die Kommentare, was da los ist. Und ja, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Bis dann. Ciao.